Das war's. Das muss Williams Schlüssel sein. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ich habe Williams Schlüssel auf der anderen Seite der Tür stecken lassen. Offenbar klemmt das Schloss. Dieser Titel ergibt keinen Sinn. Das muss ich mir näher ansehen. In dem Buch ist ein kleiner Schlüssel. Einige Seiten wurden ausgeschnitten, um einen Schlüssel zu verstecken. Den stecke ich ein. An der Unterseite der Schublade klebt ein Buch. Das Tagebuch von William Gordon. Williams Tagebuch. Ausgezeichnet. Vielleicht erfahre ich jetzt endlich, was in jener Nacht geschah. 21. März. Ich bin alt. Ich bin alt. Ich weiß, dass meine Tage gezählt sind. Und darum möchte ich meinem Leben einen Sinn geben, bevor ich diese Welt verlasse. Ich habe meine letzten Jahre der Suche nach der Wahrheit über meine Familie und das Blut, das in meinen Adern fließt, gewidmet. Vielleicht liegt es an den Schuldgefühlen, die ich in meinem Herzen trage. Ob des Schicksals meines lieben James. Ein Schicksal, das ich aus Mangel an Mut nicht zu ändern vermochte. Nach vielen Jahren des Studiums der alten Chroniken weiß ich endlich, was das Ziel meiner Suche ist. Ich darf keine Zeit verlieren. 23. März. Aus den Schlosschroniken und den alten Aufzeichnungen in der Bibliothek habe ich so manches Vergessene entdeckt und viel Neues erfahren. Ich habe erfahren, dass James nicht der Einzige war, der den Verstand verloren hat. Über die Jahrhunderte wurden einige meiner Vorfahren vom gleichen Leiden heimgesucht, das James jetzt befallen hat. Wie es scheint, gibt es immer wieder gewisse Parallelen, als wäre ein perverser Zweck dahinter. Ich habe unseren Stammbaum zurückverfolgt und erfahren, dass jeder einzelne dieser armen Teufel in der gleichen Woche geboren wurde, und zwar alle 200 Jahre. Könnte dieser Wahnsinn eine Art Strafe sein? Die Strafe für ein Verbrechen? So schrecklich, dass es auch nach 700 Jahren noch nicht verbüßt ist? Mir jagt diese Vorstellung Angst und Schrecken ein. Sie verfolgt mich jetzt Tag und Nacht. 5. April. Ich spüre, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Endlich holt mich mein Alter ein.
Laut den Chroniken führt der Weg zur Wahrheitsfindung über 5 symbolische Schlüssel. Ihren Zweck kenne ich nicht genau. Aber wenn sie mich zur Wahrheit führen, muss ich sie finden. Ich habe beschlossen, zunächst die zu suchen, die im Laufe der Jahre weit weg von meinem Schloss getragen wurden. Vor vielen Jahrhunderten wurden die Schlüssel in die Obhut verschiedener männlicher Mitglieder unserer Familie gegeben, um zu verhindern, dass sie gemeinsam benutzt werden. Zum Glück besitze ich einen. Und James' Schlüssel zu bekommen, dürfte nicht allzu schwer fallen. Wenn ich das früher gewusst hätte, was ich heute erfahren habe, hätte ich ihn ihm nicht gegeben. Laut unserer Aufzeichnung ist der nächste Schlüssel in Markus' Händen. Der vierte Schlüssel ging an Darkham Gordon, der ursprüngliche Herr des abgelegenen Schlosses in Wales. Eines steht fest. Ich muss bald nach Wales aufbrechen. Ich weiß immer noch nicht, wo sich der fünfte Schlüssel befindet. Sein Ursprung ist im Nebel der Vergangenheit verborgen. Wenn ich die anderen bekommen habe, muss ich auch diesen letzten suchen. 15. April. Ich bin aus Wales zurückgekehrt. Meine Suche verlief ohne Erfolg. Es war nicht leicht, in die Familiengruft zu gelangen. Leider gelang es mir nicht, das nächste Fragment der Wahrheit zu finden, und ich musste mit leeren Händen wieder heimkehren. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Ich werde mich auf die Schlüssel konzentrieren, die James und Markus besitzen. Sie zu bekommen dürfte nicht schwer sein. 21. April. Was meinen Vorfahren in der Vergangenheit widerfahren ist, kann ich nicht mehr ändern, aber ich hoffe, zukünftige Ereignisse beeinflussen zu können. Der Fluch, der auf unserer Familie lastet, hat seinen Ursprung in grauer Vorzeit. Er muss aus einer Zeit stammen, die so weit zurückliegt wie die von Markus und Mordred, den ersten Gordons. Ich habe beschlossen, an dem Ort, an dem Markus ruht, nach Antworten zu suchen. Ich weiß, dass sein Grab im Dunkel unter der Gemeindekirche verborgen ist. Der Eingang ist lange in Vergessenheit geraten und niemand weiß, wo er liegt. Ich mache mich heute Abend auf den Weg zum Pfarrhaus. 26. April. Was auch immer unter Wormhill begraben liegt, es ist nicht leicht zu erreichen. Erst nach mehreren Tagen entdeckte ich einen eigenartigen Sockel im Glockenturm, mit zahlreichen winzigen, sorgfältig bearbeiteten Steinen. Der ganze Sockel ist ein raffiniertes, mechanisches Schloss. Er öffnet zweifellos den Weg in die unterirdische Welt unter der Kirche. Ich habe versucht, die Positionen der gegenüberliegenden Steine zu ändern, aber es gelang mir nicht, mich voll zu konzentrieren. Ich war zu müde, um den Mechanismus richtig einzustellen. Bevor ich heimkehrte, fertigte ich eine Skizze des Mechanismus an und legte die Steine an ihre ursprünglichen Plätze zurück. Morgen will ich so früh wie möglich nach Wormhill aufbrechen. 27. April. Heute war das Glück auf meiner Seite. Ich habe den Gang geöffnet, der zu Markus' Grab führt. Ich bin mit Sicherheit der Erste seit Jahrhunderten, dem dies gelungen ist. Meine Überraschung war groß, als ich in das Grab hinunterstieg. Von Markus' Leiche war keine Spur zu finden. Seine Überreste müssen irgendwo versteckt sein. Ich habe die Hoffnung, dass die Antwort in den 4 Büchern in der Mitte des Grabes zu finden ist. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Steht in Stein gemeißelt. Im Tode wie im Leben wird Markus von Weisheit geschützt. Ich bin fast sicher, dass das erste Lösungswort Atem lautet. Ich habe in der Dunkelheit versucht, den Text aus den Büchern niederzuschreiben, aber es war leichter, ihn mir einzuprägen. Ich habe auch einen außerordentlichen, höchstwahrscheinlich zeremoniellen Gegenstand in der Form einer vollkommenen Kugel gefunden. Als ich sie berührte, war mir,
als würde ich den Atem der Jahrhunderte spüren. Ein seltsames Gefühl. 7. Mai. Vor dieser Nacht habe ich Angst. Ich habe 2 Tage lang nicht geschlafen. Und ich höre Stimmen. Ja, menschliche Stimmen. Dutzende davon. Ihr Geflüster in meinen Ohren ist wie das Rauschen eines schrecklichen Meeres. Was geschieht mit mir? Werde ich auch wahnsinnig? Nein, das will ich nicht glauben. Ich bin so kurz davor, die Wahrheit zu finden. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Fühlt sich kalt an. Ich versuche, den Riegel hochzuschieben. Geschafft. Ich glaube, hier werde ich nichts mehr entdecken. Ich fühle mich irgendwie seltsam. Mein Kopf. Sir, endlich sind Sie aufgewacht. Langsam haben wir uns Sorgen gemacht, dass Ihnen etwas zugestoßen ist. Was ist dir passiert, Samuel? Ich weiß es nicht. Ich bekam plötzlich höllische Kopfschmerzen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Wie bin ich in mein Zimmer gekommen? Bates fand dich bewusstlos auf dem Dachboden. Ja, ich wollte oben aufräumen. Da habe ich sie auf dem Boden entdeckt. Ich bin zu Sir Robert geeilt und wir haben sie in ihr Bett gelegt, damit sie sich erholen. Samuel, ich habe dir doch gesagt, dass du dich nach einer so langen Reise ausruhen sollst. Vielleicht hattest du recht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich erinnere mich vage an einen seltsamen Traum, weiß aber nicht, was er bedeuten könnte. Hauptsache, es geht dir jetzt wieder besser. Ja, stimmt. Am besten, du schläfst dich richtig aus. Diesmal werde ich deinen Rat befolgen, Robert. Gut. Dann lassen wir dich jetzt in Ruhe. Wenn es wieder schlimm wird, melde dich. Danke. Ich fühle mich schon etwas besser. Kommen Sie, Bates. Wir lassen Samuel ein wenig schlafen. Ja, Sir. Robert hatte recht. Ich sollte mich ausruhen. Morgen ist auch noch ein Tag. Heute Nacht hatte ich einen furchtbaren Albtraum. Am Morgen wurden meine Gedanken jäh unterbrochen, als es an der Tür klopfte.
Sir? Sir, machen Sie auf. Was ist denn, Bates? Machen Sie auf, Sir. Ich muss Ihnen etwas erzählen. Warten Sie, Bates. Ich bin gleich da. Was haben Sie denn? Es ist furchtbar, Sir. Henry, unser Gärtner. Er wurde im Gartenteich gefunden. Beruhigen Sie sich, Bates. Wovon reden Sie? Man fand ihn heute Morgen tot im Gartenteich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe gesehen, wie seine Leiche geborgen wurde. Wie ist es passiert? Ich habe keine Ahnung. Inspektor Collier wird Ihnen das sagen. Er leitet die Ermittlungen und jetzt möchte er mit Ihnen sprechen. Er gab keinem von uns die Gelegenheit, den Schock zu überwinden. Nicht einmal Madame. Wo finde ich ihn? Er wartet im Gemeinschaftsraum auf Sie. Wir sollten besser sofort hingehen, Sir. In Ordnung. Gehen wir. Inspektor Collier? Ja, Samuel Gordon nehme ich an. Ich muss mit Ihnen sprechen. Mr. Gordon, wissen Sie, was passiert ist? Ja, Bates hat mir alles erzählt. Gut. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Können wir? Ja. Haben Sie gestern mit Henry Stanton gesprochen? Ja, ich kam erst gestern an, aber ich habe tagsüber mit ihm gesprochen. Oh, Sie kamen gestern an? Ja, für Williams Beisetzung. Verstehe. Worüber haben Sie mit Stanton gesprochen? Ich weiß es nicht genau. Es war eine ganz oberflächliche Konversation. Kannten Sie ihn von früher? Nein, ich kannte nur Mr. Dickens, Henrys Vorgänger. Das war, bevor Sie das Schloss verlassen haben? Ja, vor etwa 12 Jahren. Okay, kommen wir zurück auf Ihre Konversation gestern mit Stanton. Kam er Ihnen irgendwie seltsam vor, nervös oder aufgeregt? Nein, nichts dergleichen. Er benahm sich völlig normal. Sie meinen also, er wirkte normal? Richtig. Vor dieser Befragung habe ich mit Morris, Ihrem Stallburschen, gesprochen. Er sagte mir, dass Stanton gerne einen über den Durst getrunken hat. Ja, das habe ich auch gehört. Madame Victoria hat es auch bestätigt. Was halten Sie davon? Naja, man fand ihn im Gartenteich in den Wasserpflanzen verheddert. Ich weiß noch nicht, wie er dort landete, aber es ist wahrscheinlich, dass er in betrunkenen Zustand hineinfiel. Vielleicht ist er gestolpert, hat das Gleichgewicht verloren und ist ins Wasser gefallen. Möglich. Aber glauben Sie nicht, dass das kalte Wasser ihn geweckt hätte? Nein, genau das Gegenteil. Das Wasser hat seinen Tod herbeigeführt. Er wurde ohnmächtig, fiel in den Teich und das kalte Wasser tat das Übrige. Herzstillstand? Er wäre nicht der erste Trinker, der auf diese Weise ertrunken ist. Die Ironie ist allerdings, dass es nicht in einem See oder einem Fluss passiert ist, sondern in einem kleinen Gartenteich. Tja, man kann sich seinen Tod nicht aussuchen. Wenn Sie keine Fragen haben, will ich Sie nicht länger aufhalten. Danke. Vorläufig habe ich alles, was ich brauche. Würden Sie mich bitte hinaus begleiten? Aber sicher. Bitte sehr, Inspektor. Ich werde jetzt auf Dr. Hermans Bericht warten und dann den Fall abschließen. Danke für Ihre Zeit, Gordon. Gern geschehen, Inspektor. Wiedersehen. Collier will den Fall abschließen. Jetzt, wo Henry tot ist, muss ich einen Weg finden, um an den zweiten Teil dieses seltsamen Objektes zu kommen. Laut Bates und Collier hatte sich Henrys Leiche in den Wasserpflanzen verheddert. Aber wie kann er nur darin ertrunken sein? Am Boden glitzert etwas. Was kann das sein?
Das Schloss Black Mirror. Farbtöpfe und eine Dose mit Pinseln. Malersachen, sonst nichts. Da stehen nur einige leere Blumentöpfe drin. Ich habe keine Verwendung dafür. Abgeschlossen. Er ist zu, wahrscheinlich voller Whisky. Henry hat ihn hier versteckt, damit er ihn alleine trinken konnte. Gartenwerkzeug und kleine Säcke mit Düngemittel. Ich sehe nirgends einen Pfandschein. Wo kann Henry ihn nur aufbewahrt haben? Morris, haben Sie einen Moment? Klar. Was sagen Sie zu dem, was mit Henry passiert ist? War doch eigentlich unvermeidlich. Er hat viel zu viel getrunken. Es musste wohl so enden. Das hört sich an, als ob es Ihnen ziemlich egal wäre. Naja, wir haben einander nicht gerade gemocht. Aber dieses Schicksal wünsche ich keinem. Sie haben ihn gefunden, oder? Ja. Ich musste etwas aus dem hinteren Garten holen. Und als ich am Springbrunnen vorbeiging, sah ich, dass etwas im Wasser war. Ich ging hin, um es mir näher anzusehen, und er war in den Wasserpflanzen verheddert. Außer seinem Mantel konnte ich nichts sehen. Ist Ihnen sonst noch irgendetwas aufgefallen? Nein. Wissen Sie, ich bin in Panik geraten. Ich lief zum Schloss, um Bates zu holen. Ich dachte, ich wäre vielleicht verwirrt und hätte es mir bloß eingebildet. Aber es war wirklich Henry. Was passierte dann? Ich fuhr ins Dorf und holte die Polizei. Den Rest kennen Sie ja. Also hat Morris Henry gefunden. Waren Sie gestern im Stall? Aber sicher. Wo hätte ich denn sonst sein sollen? Das Licht war nicht an. Nun, vielleicht war ich gerade nicht da. Warum fragen Sie? Oh, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie glauben, was mit Henry passiert ist, war vielleicht kein Unfall. Und dass jemand nachgeholfen hat, damit er in diesem Teich landete. Ich bin vielleicht ein Säufer und ein Querkopf, Sir. Aber ich bin kein Mörder. Niemand behauptet, Sie wären ein Mörder, Morris. Es war nur eine Frage. Na gut, in Ordnung, Sir. Wenn Madam hört, dass Sie mich verdächtigen, kann ich mir gleich einen neuen Job suchen. Hier in der Gegend gibt es kaum Arbeit. Und außerdem, wer stellt schon einen Mann ein, der ein lahmes Bein hat? Ich beschuldige Sie gar nicht, Morris. Zumindest noch nicht. Morris, haben Sie den alten Brunnen zugenagelt, wie ich es Ihnen gestern gesagt habe? Noch nicht, Sir. Ich mache es heute. Es sollte schon gestern gemacht werden. Kein Wunder, dass Henry hineingefallen ist. Wie bitte, Sir? Sie wissen sehr gut, wie ich das gemeint habe. Ich möchte, dass er heute gesichert wird, sonst können Sie sich einen neuen Job suchen. Ist das klar? Sicher, ich mache das schon. Sie brauchen mich nicht anzubrüllen, Sir. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Warum habe ich ihn nur so angeschrien? Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir.
Furchtbar, was Henry zugestoßen ist. Erst William und jetzt. Henry hat getrunken, aber ansonsten war er ein guter Mann. Es tut mir leid, Victoria. Ich möchte jetzt allein sein. Brauchst du etwas, Samuel? Dieser Arzt, Dr. Herman, wohnt er in Willow Creek? Nein, er ist vor einiger Zeit in ein verlassenes Haus in der Nähe der alten Mühle eingezogen. Es ist in der Nähe der Straße nach Willow Creek, das einzige Haus weit und breit. Ja, ich weiß, wo das ist. Danke. Bitte entschuldige mich jetzt, Samuel. Ich muss mit dir sprechen, Robert. Ja, aber ich bin im Moment etwas beschäftigt. Ich halte dich nicht lange auf. Na gut, ich höre. Hast du mit Collier gesprochen? Ja. Er hat mich über eine halbe Stunde lang ausgefragt. Und? Was hältst du von all dem? Ich? Colliers Theorie erscheint mir logisch. Ich glaube nicht, dass jemand Henry absichtlich töten würde. Henry hat sich des Öfteren bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Und diesmal hatte er das Pech, in den Brunnen zu fallen. Der Zustand der Leiche lag bestimmt an dem kalten Wasser. Als Arzt kann ich das mit Sicherheit bezeugen. Du hast wahrscheinlich recht. Hast du sonst noch etwas auf dem Herzen? Ich habe heute viel zu tun. Victoria will im Moment nicht mit mir reden. Vielleicht solltest du stattdessen mit ihr sprechen. Wir müssen ihr Alter berücksichtigen, Samuel. Sie braucht nur etwas Zeit für sich. Ich spreche am Abend mit ihr. Seit ich angekommen bin, hast du oft erwähnt, dass du viel zu tun hast. Also, woran arbeitest du eigentlich? Oh, ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Sagen wir einfach, ich betreibe Forschung einer bestimmten Art. Vielleicht erzähle ich dir morgen mehr darüber, wenn ich mehr Zeit habe. Ich muss heute Abend nach Ashbury fahren, um ein paar Ergebnisse zu überprüfen. Oh. In Ordnung. Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Die Tür steht offen. Da unten muss jemand sein. Bates? Ja, Sir. Bates, lässt sich der Brunnen im Garten ausleeren? Ja. Im Keller ist eine große Pumpe. Sie regelt den Wasserfluss für das ganze Schloss. Damit kann man den Wasserstand ändern. Nach dem, was passiert ist, halte ich es allerdings nicht für ratsam, ihn zu leeren. Und Inspektor Collier sollte vielleicht benachrichtigt werden, Sir. Ich gehe nur alle Möglichkeiten durch. Wir haben das Recht, herauszufinden, was geschehen ist. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. In dem Fall wäre es vermutlich das Beste, es niemandem zu sagen. Meinten Sie das, Sir? So ist es. Sie haben gesagt, Sie waren dabei, als man Henry aus dem Brunnen holte. Das war ich leider. Der Anblick war schrecklich. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich fühle mich verantwortlich für das, was ihm passiert ist. Warum sagen Sie so etwas, Sir? Nun, ich gab ihm die Anweisung, den Brunnen zu reinigen. Er wollte es nicht machen, aber ich beharrte darauf. So dürfen Sie nicht denken, Sir. Wenn er nicht getrunken hätte, wäre es bestimmt nicht passiert.
Und ich habe gehört, wie Dr. Herman sagte, dass sein Todeszeitpunkt nach Mitternacht war. Es war nicht ihre Schuld. Er hat ihn bestimmt nicht mitten in der Nacht sauber gemacht. Das hoffe ich sehr. Bates hat vermutlich recht. Henry ist höchstwahrscheinlich aus Versehen reingefallen. Ich habe mit Collier gesprochen. Wie Sie sich vorstellen können, hat er mir eine Menge Fragen gestellt. Worüber hat er Sie ausgefragt? Viele Dinge. Aber hauptsächlich interessiert ihn, wo wir Henry gefunden haben. Es war sehr unangenehm, alles noch einmal beschreiben zu müssen, Sir. Oh. Können Sie wiederholen, was Sie ihm gesagt haben? Ich habe schon befürchtet, dass Sie das fragen. Tja, wenn es sein muss. Ich wurde durch ein lautes Klopfen an meiner Zimmertür geweckt. Morris schrie etwas über Henry. Er war völlig durcheinander und brüllte zusammenhanglose Sätze. Er wollte, dass ich sofort mit ihm in den hinteren Garten komme. Zu dem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, was geschehen war. Gingen Sie mit ihm zum Springbrunnen? Ja. Und erst dort wurde mir klar, was passiert war. Ich habe einen Augenblick gebraucht, um mich zu sammeln, aber dann ging ich sofort zum Telefon. Wie spät war es da? Etwa 6 Uhr morgens. Collier und Dr. Herman trafen eine Stunde später ein. Das ist alles, Sir. Den Rest kennen Sie ja. Ja, danke für Ihre Geduld, Bates. Wann ist Dr. Herman gegangen? Vor einer halben Stunde. Er brachte Henrys Leiche in die alte Leichenhalle. Hat er vielleicht gesagt, was er von all dem hält? Er hat sich länger mit dem Inspektor unterhalten. Aber ich habe keine Ahnung, worüber Sie gesprochen haben. Ich war so aufgelöst. Ich habe nicht richtig hingehört. In Ordnung. Das wäre alles, Bates. Also liegt Henrys Leiche in der alten Leichenhalle. Was hatte Morris so früh am Morgen im hinteren Garten zu suchen? Er arbeitet doch im Stall, oder? Ja, aber manchmal hilft er auch im Garten. Henry kann nicht alles alleine schaffen. Ich meine, er konnte nicht. Bates, warum nehmen Sie sich nicht den Rest des Tages frei? Unter diesen Umständen müssen Sie nicht arbeiten. Nein, Sir. Ich möchte nicht herumsitzen und grübeln. Ich möchte mich lieber um meine Pflichten kümmern. Das hilft mir, mich abzulenken. Ich verstehe. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Die Pumpe ist Teil des Wasserverteilungssystems. Sie pumpt das Wasser unablässig rein und raus, je nach dem aktuellen Bedarf. Regler zur Wasserverteilung. Ich habe keine Ahnung, was sie im Einzelnen bewirken. Brauchen Sie etwas, Sir? Ich habe eine Frage an Sie. Gewiss, Sir. Bates, diese Pumpe, von der wir gesprochen haben. Ja, Sir. Ich glaube, sie ist defekt. Welches Ventil regelt den Wasserstand? Die Pumpe funktioniert schon, Sir, aber ein Zufuhrventil ist vor einiger Zeit abgebrochen. Der Wasserstand lässt sich immer noch mit den anderen Ventilen regeln. Man braucht nur einen Moment, um dahinter zu kommen, wie es geht. Woran kann ich denn erkennen, ob ich den Springbrunnen ausgeleert habe? Wenn ich mich recht erinnere, wird der Wasserstand des Brunnens in der zweiten Säule von rechts angezeigt. Ich werde es versuchen. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Thank you.
fertig. Ein seltsames Symbol. Ein Symbol, ähnlich dem von der Turmmauer. Seltsam. Wieder so ein Symbol in der Nähe einer Leiche. Dies muss der Gegenstand sein, der am Boden gefunkelt hat. Ich mache ein Foto davon, wie beim ersten Symbol. Papiere und einige Münzen. Der Schein ist nicht hier. Wo kann er ihn nur versteckt haben, um Gottes Willen? Ein Brief. Er ist an Victoria adressiert. Madam, betrachten Sie dies bitte als Brief von einem anonymen Freund. Einer Ihrer Bediensteten ist nicht der, der er zu sein vorgibt. Vielleicht interessiert es Sie zu erfahren, dass Ihr ehemaliger Sträfling, dass er ein ehemaliger Sträfling und Dieb ist. Ich habe mehrmals beobachtet, wie er sich leise durch die alte Hintertür in den Schlosskeller geschlichen hat. Ich habe gesehen, wie er mehrere Flaschen Wein des besten Jahrgangs genommen hat, den Sie so sehr schätzen. Zweifelsohne hat er auch einige Ihrer Wertsachen mitgehen lassen. Ich habe beschlossen, Ihnen diesen Brief zu schreiben, um weitere Diebstähle zu verhindern. Der Name des Betroffenen ist Morris. Henry hatte vor, Morris zu erpressen. Ich bin gespannt, was Morris mir dazu zu sagen hat. Ja, Sir.
Morris, ich weiß, dass Sie aus unserem Keller Wein gestohlen haben. Ich, Sir? Wer hat Ihnen das erzählt? Niemand. Ich habe es in einem Brief gelesen, den Henry an Victoria schrieb. Und? Was sagen Sie dazu? Naja, ich habe nur ein paar Flaschen genommen, Sir. Ehrlich, es gibt so viele da unten. Ich dachte, es fällt nicht weiter auf. Es kommt nicht nochmal vor. Versprochen. Würden Sie mir diesen Brief geben, Sir? In Ordnung, Morris. Aber ich behalte Sie im Auge. Hier haben Sie ihn. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Oh, Mr. Gordon. Ich würde Ihnen einen guten Tag wünschen. Aber heute ist alles andere als das. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Sie haben gestern gesagt, ich solle vorbeikommen. Lassen Sie uns nicht weiter draußen in strömendem Regen reden. Folgen Sie mir bitte. Besser, oder nicht? Macht es Ihnen etwas aus, mit mir in die Leichenhalle zu kommen? Ich habe viel zu tun. Wir können uns dort unterhalten. Kein Problem. Gehen wir. Vorsicht vor der Treppe. Hier ist es dunkel und die Treppe ist durch die Feuchtigkeit gefährlich glatt. Also, was möchten Sie wissen? Ich bin gekommen, wie wir gestern verabredet haben. Es wird nicht lange dauern. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Lassen Sie mich raten. Es geht um William, richtig? Ja, Sie sagten, dass seine Leiche Verbrennungen aufwies. Ja, im Brustbereich, um genau zu sein. Und? Und was? Als wir uns gestern sprachen, sagten Sie mir, Sie würden mir mehr darüber erzählen. Darum bin ich hier. Habe ich das gesagt? Nun, ich kann nur das wiederholen, was ich Ihnen bereits gesagt habe. Massive Verbrennungen im Brustbereich, verursacht durch einen unbekannten Gegenstand. Ist das alles? Ein unbekannter Gegenstand? Was Sie sagen, ist anders als das, was Sie mir bereits erklärt haben. Ich erinnere mich nicht. Das waren sowieso nur anfängliche Theorien. Ich habe alles im Obduktionsbericht festgehalten. Soll ich daraus zitieren? Das wird nicht nötig sein. Offenbar hat Dr. Herman seit gestern sein Gedächtnis verloren. Warum verheimlicht er, was er mir ursprünglich erklären wollte? Dieser Obduktionsbericht würde mich interessieren, aber nicht in seinem Beisein. Ich habe mit Inspektor Collier über Henrys Tod gesprochen. Es war unvermeidlich, dass er so enden würde. Er war ein hoffnungsloser Fall. Was meinen Sie damit? Na ja, es war nicht das erste Mal, dass diesem Mann in betrunkenem Zustand etwas zugestoßen ist. Das weiß ich deshalb so gut, weil ich ihn immer wieder nach einem Besäufnis gesund pflegen durfte. Normalerweise war es nicht so ernst. Aber nun hat er seine Trinkfestigkeit zum letzten Mal überschätzt. Es ist mir etwas peinlich, aber sehen Sie, Henry hatte etwas Wichtiges, was mir gehört. Ich habe überall danach gesucht und es nicht gefunden. Dann fiel mir ein, dass er es vielleicht bei sich trug und dass Sie... Was soll es denn eigentlich sein? Eigentlich ist es nur ein kleines Stück Papier, aber es ist sehr wichtig, sonst würde ich Sie nicht fragen. Sie wollen, dass ich seine persönlichen Sachen durchsuche? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das tun würden, Doktor. Gordon, dieses Paket gehört zu den Beweismitteln. Ich kann nicht einfach etwas daraus entnehmen und Ihnen geben, solange die Ermittlungen noch andauern. Aber dieses Etwas gehört mir. Das spielt keine Rolle. Bis der Fall offiziell abgeschlossen wird, darf ich Ihnen den Inhalt nicht mal zeigen. Ich verstehe. Danke, Doktor. Wenigstens weiß ich, wo dieser verdammte Pfandschein ist. Doktor, könnten Sie vielleicht für einen Moment hinausgehen? Ich könnte meine Brieftasche auf dem Tisch vergessen, wenn Sie zurückkommen. Wie bitte? Wenn ich Ihre Familie nicht so lange kennen würde, wäre ich jetzt beleidigt. Hören Sie, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe Ihnen schon gesagt, das Paket muss versiegelt bleiben, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Also vergessen Sie es.
Obenauf liegen viele zerrissene Papiere. Jemand hat sie erst vor kurzem weggeworfen. Sie sind noch nicht feucht. Ich sehe sie mir an. Jemand hat ihn in Stücke gerissen. Offenbar sollte ihn niemand lesen. Lieber H., meine nächste Lieferung wird bald bei Ihnen eintreffen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, alles ist glatt verlaufen. Niemand ahnt etwas und so wird es bleiben. Vergessen Sie nicht, das, was ich hier mache, dient dem Fortschritt und der Wissenschaft. Und ohne Ihre Hilfe könnte ich meine Forschung nicht weiter betreiben. Ich schicke Ihnen meine Ergebnisse wie üblich innerhalb des nächsten Monats. H., Herman ist wahrscheinlich der Empfänger. Aber wer versteckt sich hinter dem R.? Über was für eine Sendung sprechen Sie in diesem Brief? Der Deckel ist mit einem großen Vorhängeschloss gesichert. Ohne Schlüssel kann ich das Vorhängeschloss nicht öffnen. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Leere Kanister für Fotoentwickler. Offenbar macht Herman die Fotos für seine Obduktionsberichte selbst. Dr. Herman, ich würde Sie gerne sprechen. Einen Augenblick. Also, was führt Sie hierher? Mir ist aufgefallen, dass dies auch als Dunkelkammer dient. Ja. Ich entwickle die Obduktionsfotos hier. Im Dorf bietet niemand einen solchen Dienst an. Hierzulande ist es fast wie im Mittelalter. Trotzdem, irgendwann gewöhnt man sich daran. Wollen Sie etwa Fotos entwickeln lassen? Sehen Sie, Gordon, das ist kein Service Center für Touristen. Sie befinden sich hier in einer Leichenhalle. Ja, das ist offensichtlich. Ich brauche aber nur ein paar Abzüge. Na schön. Aber das mache ich nur als Freundschaftsdienst Ihrer Familie gegenüber. Geben Sie her. Danke, Doktor. Moment. Ich möchte etwas als Gegenleistung. Ohne kann ich Ihnen sowieso keine Fotos machen. Mir ist der Entwickler ausgegangen. Können Sie mir welchen aus dem Dorf bringen? Haben Sie nicht gerade gesagt, dass niemand im Dorf einen solchen Dienst anbietet? Ja, und das ist auch so. Ich habe ein Arrangement mit dem alten Murray. Er besorgt mir Nachschub aus der Stadt. Sagen Sie ihm, der Entwickler ist für mich. Er wird ihn Ihnen gern verkaufen. Gut. Ich komme später wieder. Hallo, Mr. Samuel. Das war vielleicht ein Knall, was? Der zweitlauteste heute, möchte ich wetten. Hallo, Vic. Zählst du die Donnerschläge? Richtig. Warum sitzt du eigentlich hier im Regen? Solltest du nicht lieber zu Hause sein? Mir macht der Regen nichts aus. Außerdem kann ich nicht nach Hause. Nein? Du hast wohl Ärger, was? Tja,
Es ist das kaputte Fenster von gestern. Harry hat meinem Vater davon erzählt, wissen Sie? Darum habe ich es nicht eilig, nach Hause zu kommen. Oh, verstehe. Ich muss jetzt gehen. Pass auf das Fenster neben dir auf. Ja, mache ich. Ich werfe den Ball auf die andere Seite. Das ist sicherer. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Vor einigen Tagen hat jemand ein bestimmtes Objekt hier versetzt. Diesem Gegenstand hier nicht unähnlich. Stimmt. Ich erinnere mich, dass Henry etwas versetzt hat, das so ähnlich aussah. Ich möchte diesen Gegenstand auslösen. Gerne, Sir. Das macht 35 Pfund. Und ich brauche natürlich den Pfandschein mit der Unterschrift des Pfänders. Ich gebe Ihnen das Geld, aber sehen Sie, ich habe den Schein nicht. Sir, Sie wissen doch sicherlich, dass ich kein verpfändetes Objekt ohne entsprechenden Pfandschein auslösen darf. Ich kann verstehen, dass Sie es ohne Schein nicht auslösen möchten, aber ich werde dafür bezahlen. Es tut mir leid, so ist das Gesetz. Dieses Objekt ist mir sehr wichtig. Ich bin bereit, einen Sonderpreis zu zahlen. Mag sein, aber wie fair wäre das dem Besitzer gegenüber, wenn ich sein Eigentum vor Ablauf der Frist einem anderen verkaufe? Laut Gesetz gehört ihm das verpfändete Objekt, bis die Laufzeit des Pfandes abgelaufen ist. Murray, Henry kann es unmöglich auslösen. Woher wollen Sie das wissen? Er ist tot. Tot? Es tut mir wirklich leid, das zu hören, aber ich fürchte, der Tod des Besitzers ändert nichts. Wer den gültigen Pfandschein vorlegt und die vereinbarte Summe zahlt, kann das Objekt zu jeder Zeit auslösen. Versuchen Sie doch bitte zu verstehen, ich habe ihn nicht. Würde das Geld nicht genügen? Es tut mir leid. Sie können abwarten, bis die Laufzeit des Pfandes abgelaufen ist. Das ist keine Alternative. In dem Fall kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, Sir. Ich weiß, es wäre ein Verstoß gegen die Gewerbeordnung, aber wer würde es schon erfahren? Ich bin bereit, das Dreifache zu bezahlen. Das Dreifache, sagen Sie? Nein, das ist völlig unmöglich. Ich möchte wegen Ihres Angebotes meine Lizenz nicht verlieren, obwohl ich zugeben muss, dass es sehr großzügig ist. Wie viel müsste ich denn anbieten, um Sie zu überreden? Offenbar verstehen Sie mich nicht. Ich mache das nicht, ganz egal, wie viel Sie mir anbieten. Dieses Leihhaus ist alles, was ich habe, und ich werde nicht riskieren, es zu verlieren. Aber wer würde schon von unserer Vereinbarung erfahren? Die Sache bleibt doch unter uns. Tut mir leid. Ich lasse mich nicht überreden. Kein Pfandschein, keine Auslösung. Na schön. Wenn ich Ihnen den Schein bringe und das Geld bezahle, geben Sie es mir dann? Aber natürlich. Ich dachte, er wäre geldgieriger. Ich muss unter allen Umständen Henrys Pfandschein finden, sonst bekomme ich von Murray gar nichts. Dr. Herman hat mir gesagt, dass ich bei Ihnen Fotoentwickler bekomme. Haben Sie welchen? Sie haben Glück. Ich habe noch ein paar Flaschen. Ich fahre nicht täglich in die Stadt, wissen Sie? Hier ist er. Danke. Wiedersehen. Hallo, Harry. Willkommen zurück, Mr. Gordon. Na, wollen Sie einen Happen essen? Wie kommen Sie darauf? Oh, kommen Sie. Ich weiß, dass Bates nicht gerade ein großartiger Koch ist. Es ist gar nicht so schlimm. Ich habe keinen Grund, mich zu beschweren. Na schön, wenn Sie meinen. Erinnern Sie sich an unser gestriges Gespräch darüber, dass hier nie etwas passiert? Aber sicher doch. Nun, leider ist doch etwas passiert.
Oh, Sie meinen Henry. Woher wissen Sie das? Tja, hier verbreiten sich Neuigkeiten schnell. Der arme Henry. Er war ein guter Stammgast. Wir beide haben immer gerne einen gehoben. Wie lange haben Sie ihn gekannt? Seit der Zeit, als er anfing, im Schloss zu arbeiten. Also eigentlich seit dem Tag, an dem er hier ankam. Ich weiß noch, wie er hier aufgetaucht ist. Total verschwitzt und mit einem Koffer in jeder Hand. Er bestellte gleich 2 große Biere. Da wusste ich sofort, wir beide würden uns gut verstehen. Hatte er Freunde hier in der Gegend? Eigentlich nicht. Sehen Sie, er war sowas wie ein Einzelgänger. Ich glaube nicht, dass er sonst noch jemanden kannte. Er kam immer nur hierher. Danke, Harry. Keine Ursache, Mr. Gordon. Harry, sagen Sie, ist Mark zuverlässig? Naja, kommt darauf an. Er ist nicht gerade ein Heiliger, wissen Sie? Aber ich denke, für 1 oder 2 Pfund macht er das, was Sie ihm sagen. Ich muss mit Ihnen reden. Gut, aber fassen Sie sich kurz. Sagen Sie, kannten Sie Henry Stanton? Nein. Wieso? Sollte ich ihn kennen? Er hat für uns als Gärtner gearbeitet, aber er starb gestern. Dann werde ich ihm wohl bald begegnen. Wollen Sie sonst noch was? Ich mag keine Gesellschaft. Dann störe ich Sie nicht länger. Guten Morgen. Gut für Sie vielleicht. Was wollen Sie? Tom hat mir gesagt, dass Sie gelegentlich für Dr. Herman gearbeitet haben. Tom neigt manchmal dazu, zu viel zu sagen. Ich bin schon seit einiger Zeit arbeitslos, also nehme ich jeden Job an, der mir angeboten wird. Irgendwie muss ich Geld verdienen. Und es ist auf jeden Fall besser, für Dr. Herman Erledigungen zu machen, als für diesen miesen Bastard Murray. Nun, ich brauche eine bestimmte Gefälligkeit von Ihnen. Es hat sogar mit Dr. Herman zu tun. Worum geht's denn? Ich möchte Folgendes von Ihnen. Ich höre. Ich möchte, dass Sie um eine bestimmte Zeit zu ihm gehen und ihn für ein paar Minuten beschäftigen. Klingeln Sie an der Tür und warten Sie, bis er nach oben kommt. Reden Sie über, was Sie wollen, aber halten Sie ihn so lange auf, wie es geht. Tja, offen gesagt, mir gefällt dieser Plan nicht. Das sieht nicht gerade ehrlich aus, nicht wahr? Außerdem, wenn Herman erfahren würde, dass ich an einer Verschwörung gegen ihn beteiligt war, würde er mich nie wieder beschäftigen. Nee, da suchen Sie sich lieber einen anderen aus. Hören Sie, ich erwarte nicht, dass Sie das umsonst machen. Und das soll mich überraschen? Wie viel zahlt Ihnen Dr. Herman? Kommt drauf an, was er von mir will. Nein, Sie verstehen nicht. Ich meine, was hat er Ihnen maximal bezahlt? 6 Pfund am Tag, plus Verpflegung. Ich gebe Ihnen 10. Das ist nicht schlecht für ein paar Minuten, oder? 10? Tja, das Geld wäre schön, aber sehen Sie, wenigstens habe ich bei Dr. Herman einen sicheren Job. Nein, ich kann's nicht machen. Na gut, ich gebe Ihnen 20. Das ist mein letztes Wort. 20? Mensch, so viel Geld hatte ich schon ewig nicht mehr in der Tasche. 20 Pfund auf die Hand und die Sache ist geritzt. 10 jetzt und 10 später. Okay. Um wie viel Uhr soll ich auftauchen? Etwa eine Viertelstunde, nachdem ich den Pub verlasse. Seien Sie pünktlich, sonst bekommen Sie nichts. Keine Sorge, ich bin pünktlich da. Sie sagten gestern, dass Sie früher in unserem Garten ausgeholfen haben. Ab und zu, ja. Also kannten Sie Henry, unseren Gärtner, richtig? Ja, aber ich möchte nicht über ihn sprechen, nach dem, was passiert ist. Wann haben Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen? Tja, gestern Abend. Ich traf ihn auf der Straße zum Dorf. Wann war das genau? Ich möchte nicht darüber reden, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich habe keine Lust, mich da in etwas hineinziehen zu lassen. Keine Sorge, ich bin nicht von der Polizei. Worüber haben Sie gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Es waren nur ein paar Sätze. Hat er sich normal benommen? Ich meine, war er nüchtern? Ja, das war er. Ganz sicher.
Es stimmt zwar, dass er viel getrunken hat, aber er war nicht jeden Tag besoffen. Und gestern war er nüchtern. Das wäre mir sonst aufgefallen. Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben. Keine Ursache. Also, Henry war am Abend noch nüchtern. Und morgens fand man ihn ertrunken auf. Das ergibt wenig Sinn. Ich bin schnell zum Leichenschauhaus gegangen, um Mark zuvorzukommen. Hoffentlich kommt er pünktlich zur vereinbarten Zeit. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Darf ich Sie einen Moment sprechen, Dr. Herman? Ja, aber wie gesagt, ich weiß nichts Neues. Das braucht seine Zeit. Also, wenn Sie mich immer wieder stören... Nein, nein, ich bin wegen einer anderen Sache hier. Ja? Also... Was wollen Sie denn, Gordon? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wo zum Teufel steckt dieser Mark? Haben Sie etwas gesagt? Nein, sehen Sie, ich habe nur... Wer ist denn das jetzt, verdammt? Wer ist da? Warten Sie hier auf mich. Ich komme gleich wieder. Natürlich. Nur keine Eile. Ich glaube, mein Blutdruck steigt gleich ins Unermessliche. Also, wo ist dieser verfluchte Pfandschein? Vielleicht sollte ich beim Tisch anfangen. Ein Stück Modelliermasse, um Abdrücke zu machen. Das könnte sich als nützlich erweisen. Diese Schachtel ist mit Henrys Namen beschriftet. Henrys Pfandschein. Ausgezeichnet. Ich habe einen Abdruck des Schlüssels in der Modelliermasse gemacht. Herman scheint zurückzukommen. Ich höre ihn auf der Treppe. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Nein, natürlich nicht. Naja, ich war noch nie in einer Leichenhalle. Ich bin bloß neugierig. Sie haben einige ungewöhnliche Interessen, wie ich sehe. Wovon sprachen wir gerade? Ich habe es schon völlig vergessen. Es kann nichts Wichtiges gewesen sein. Sei's drum. Ich habe sowieso keine Zeit, mit Ihnen zu plaudern. Nichts für ungut. Ach, ich bin es, der sich entschuldigen sollte. Ich will Sie nicht länger stören. Bis dann, Doktor. Wiedersehen, Gordon. Kann ich irgendwas für Sie tun?
Murray, ich möchte gerne das Objekt auslösen, von dem wir gesprochen haben. Sie erinnern sich sicherlich, dass Sie einen gültigen Pfandschein vorlegen müssen. Keine Sorge, den habe ich. Hier. Ja, er scheint in Ordnung zu sein. Das macht 40 Pfund, Sir. Sagten Sie nicht 35? Oh, Sie haben recht. Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Sicher. Ich hole es sofort für Sie. Wiedersehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Frage an Sie. Harry, Sie kennen doch jeden hier. Wissen Sie vielleicht, wer mir einen Schlüssel nachmachen könnte? Also ich weiß nicht, ob er der Richtige ist, aber Mark hier ist ziemlich geschickt. Fragen Sie ihn einfach. Gut, danke. Darf ich Sie kurz stören? Wenn es sein muss. Aber nicht lange, ich habe eine Glückssträhne beim Kartenspiel. Ich brauche jemanden, der mir einen Schlüssel nachmacht. Harry sagte, Sie könnten das. Ein Schlüssel ist kein Problem. Geben Sie mir das Original und Sie bekommen in Kürze eine Kopie zurück. Und es kostet Sie nichts. Ich betrachte es als Teil unserer Abmachung. Das Problem ist, ich habe nur einen Abdruck. Das erschwert die Sache. Ich habe es noch nie mit einem Abdruck versucht. Geben Sie her. Sie können das Ergebnis in einer Stunde abholen oder so. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Hier ist er. Bis später. Wie ich sehe, haben Sie keine Zeit verloren, mein Geld auszugeben. Jetzt ist es mein Geld und ich gebe es so aus, wie ich will. Damit habe ich kein Problem. Hatten Sie genug Zeit, um das zu machen, was Sie machen wollten? Ja, hatte ich. Aber Sie hätten vielleicht auch etwas früher auftauchen können. Was haben Sie eigentlich da unten gemacht? Das geht Sie nun wirklich nichts an. Ja, ich habe damit auch kein Problem. Wenn Sie mal wieder etwas brauchen, wissen Sie, wo Sie mich finden. Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Ich habe eine Frage an Sie, Dr. Herman. Schießen Sie los, Gordon. Ich habe den Entwickler für Sie. Können Sie jetzt meinen Film entwickeln? Warum nicht? Aber kommen Sie später wieder. Ich muss meine Arbeit erledigen, bevor ich die Bilder entwickeln kann. Was ist an diesem Film so wichtig, dass Sie damit zu mir kommen? Das werden Sie selbst sehen, Doktor.
Entweder sie sind wichtig oder auch völlig nutzlos. Was darf sein, Sir? Haben Sie Mark gesehen? Nein, er war noch nicht da. Wahrscheinlich muss er arbeiten. Suchen Sie ihn? Eigentlich nicht. War nur neugierig. Wie wär's mit einem Bier, Mr. Gordon? Nein, danke. Vielleicht später. Haben Sie Mark gesehen? Er sollte hier auf mich warten. Ja, er war vorhin kurz da, ist aber gleich wieder gegangen. Aber er hat diesen Schlüssel für Sie dagelassen. Danke. Der Gestank von verfaultem Fleisch treibt mir die Tränen in die Augen. Ekelhaft. Menschliche Überreste. Sollten die nicht tief in der Erde begraben sein? Zugeschnürte, blutige Säcke. Die fasse ich nicht an. Die Taschen sind leer. Aber ich spüre etwas Hartes auf der Innenseite. Dieser Edelstein ist perfekt geschliffen. Alle Teile passen perfekt zusammen. Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Kann ich mit Ihnen sprechen? Moment, bitte. Ja, ich höre. Haben Sie den Film für mich entwickelt? Noch nicht, Gordon. Ich habe zu tun. Kommen Sie später wieder.
Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, in Ordnung. Doktor, haben Sie die Fotos für mich gemacht? Ja, ich habe sie drüben auf die Spüle gelegt. Danke für Ihre Mühe. Der Boden ist verfärbt, wahrscheinlich durch getrocknetes Blut. Ich lege die Bilder in Williams Tagebuch. Die Symbole ähneln sich sehr, nur das Zeichen in der Mitte ist anders. Das Gitter ist abgeschlossen. Pater Frederick? Ja? Kann ich mit Ihnen sprechen? Aber sicher, mein Sohn. Ich höre. Ich bin Samuel Gordon. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Aber ich erinnere mich an Sie. Ich möchte Ihnen danken für das, was Sie bei der Trauerfeier gesagt haben. Sie müssen mir nicht danken. Es war das Mindeste, was ich für William tun konnte. Pater, ich möchte mit Ihnen über William sprechen. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Was bekümmert Sie, mein Sohn? Ich weiß, dass er oft hierher kam. Ja, genau wie viele andere Leute, die regelmäßig beichten, um ihre Seelen zu entlasten. Aber ich weiß auch, dass er nachts herkam. Können Sie mir erklären, warum? Nun, da Sie es sind, kann ich es wohl sagen. Er hat mich immer wieder gebeten, ihn in den alten Glockenturm zu lassen. Er war so hartnäckig, dass ich am Ende seine Bitte erfüllt habe. Haben Sie eine Ahnung, was er dort gesucht hat? Nein, habe ich nicht. Er wollte alleine sein und das habe ich respektiert. Er blieb immer lange dort. Wenn er ging, war er jedes Mal völlig erschöpft. Mehr weiß ich wirklich nicht. Ich habe gehört, dass man vor langer Zeit hier auf dem Dachboden Ketzer hingerichtet hat. Den Chroniken nach fanden die Prozesse genau über der Stelle statt, an der wir jetzt stehen. Ein seltsamer Standort für eine Kirche, finden Sie nicht? Es war Marcus Gordon, Ihr Vorfahr, der die Kirche hat erbauen lassen. Er wollte wenigstens teilweise die Sünden und Ungerechtigkeiten wiedergutmachen, die hier stattgefunden haben. Ich glaube, er hat den richtigen Weg gewählt. Sehen Sie sich das an, Pater. Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte? Ich fürchte, nein. Es ist sehr alt, würde ich sagen. Ansonsten kann ich nichts darüber sagen. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Sagen Sie, Pater, was wissen Sie über Marcus Gordon? Er war einer der großartigsten Männer seiner Zeit, das genaue Gegenteil seines älteren Bruders. Mordred war ein grausiger Antichrist. Er pflegte bei Scheinprozessen Unschuldige zu foltern und zu missbrauchen. Gott sei Dank war er nicht lange an der Macht. Marcus ermutigte die Bauern, sich gegen ihn aufzulehnen. Und es gelang ihnen, ihn zu stürzen. Sie können stolz darauf sein, dass Marcus Blut durch ihre Adern fließt, mein Sohn. Pa-
Pater, darf ich etwas beichten? Natürlich. Möchten Sie das jetzt machen? Nein, ich meinte später. Glauben Sie mir, so etwas sollte man nicht hinauszögern. Ich komme später wieder, versprochen. Pater, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich würde mich gerne im alten Glockenturm umsehen. Aber mein Sohn, der Glockenturm ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Warum wollen Sie dorthin gehen? Das kann ich im Moment leider nicht beantworten. Aber es ist sehr wichtig, glauben Sie mir. Also gut. Ich werde eine Ausnahme machen, aber nur dieses eine Mal. Danke. Folgen Sie mir bitte. Ich werde Sie alleine lassen. Ich muss zur Kirche zurück und anderen dienen. Natürlich, Pater. Danke. Sagen Sie mir bitte, wenn Sie fertig sind, damit ich das Gitter wieder schließen kann. Natürlich. Ich muss dahinter kommen, wie William in Marcus Grab gelang. Ich gehe nicht, ehe ich den Eingang gefunden habe. Die Form ähnelt dem des steinernen Objekts.